Was man auch machen könnte, wäre den Magneten zu verwenden. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Sollst du ihn oder soll ich? Was? Den Magneten. Mal gucken, ob das funktioniert. Hm. Oder gucken wir erstmal, ob das hier mit dem Ausfüllen funktioniert. Und danach können wir weitersehen. Also ich baue dann auf jeden Fall Plastik-TNT. Das geht super einfach. Ist nur ein Schleimball und TNT. Naja. Ja, C4 halt. Ist auch so ein Plastiksprengstoff. So. Ich glaube, die Hauptsache ist, dass es unten nicht zum Feuerfangen anfängt. Ja. Wollen wir noch eine Layer oder? Ja, machen wir noch. Ich meine, die haben irgendwie eine relativ große Range von den Explosionen. Nein, 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 warte. Wenn man die mit One-Hit killt, dann machen sie nichts. Ist er weg? Ja, ist tot. Okay. Da hat sich ein Mistvieh versteckt. Und noch eins. Tot. Nein, doch nicht. Hau da am liebsten nicht mit drauf. Wieso? Ich hab da Angst, dass du mich erwischt. Ach so. Warte kurz, ich muss was essen vorher. Ich glaube, wir müssen noch zwei oder drei Layer machen. Also ich denke, das reicht jetzt wirklich. Das wird an der Seite vielleicht ein bisschen Feuer fangen. Werden wir sehen, ja. Meine Spitzhacke ist kaputt, musst du also machen. Okay. Ja, ich mach mal hier von oben in die Mitte. Jo. Ach Gott. Warte, ich glaube, ich baue mir schnell ein Schutzgehäuse. Einfach ein Stück weit wegrennen, das reicht. Ich habe Angst. Feigling. Ich hoffe mal, hier triffst mich nicht mehr, aber sollte eigentlich nicht. Springt zu dir rüber. Explodiert direkt in dein Gesicht. Boah, genau. Ist das einfach dankbar. Ne, es brennt. Scheiße. Und das brennt. Und Silverfish. Silverfische. Ja. Warte, ich baue mich mal rüber. Die schmeißen mit Gift. Ach ja, stimmt, die schmeißen. Hi. Sind da viele Silberfische? Warte einen Moment, dann verkriechen die sich in den Netherrack. Also ich habe gerade vier gesehen, meine ich. Vier oder fünf. Da unter dir ist einer, der will irgendwie nicht weg. Ja, der ist jetzt verkrochen und da hinten ist noch einer. Der kommt zu mir. Rare, Hungering, Nether, or Selfish, the Bloodsucker. Ah, da unten schmeißt noch einer mit Gift rum. Ja, schmeißt ne. Ich bin immun gegen... Ach nee, bin ich nicht mehr. Nee, aber... Ich glaube, aushöhlen ist nicht so das. Und ich sehe hier unten auch keinen Nether-Quarz. Müssen wir mal schauen. Zwischen ganzen Feuer. Ach, die Ender-Lilies kann man nicht mit Rechtsklick abbauen? Nee. Die musst du komplett zerstören, wieder neu aufbauen. Weil die hier alle schon gewachsen sind hier oben. Ich hol mal das Plastik-TNT. Okay. Weißt du noch, wie es heimgeht? Weil ich habe hier einen Waypoint. Weiß ich noch, ja. Okay. Ich habe dann mal kurz, Au! Dann mal kurz 25 Enderlilies. War nice und so, oder? Jo.
So. Obwohl, wenn ich hier gerade durchgrab, dann komme ich ja nicht unbedingt dahin, wo ich hin will. Ja, direkt über Lava. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich einen sehr großen Teil aufgesammelt und zurück. Die einfach überall mittlerweile Enderman rumlaufen, ne? Ja. Ich habe tatsächlich 8 Miniature Red Hearts. Ach, ich glaube, das ist ein Zeichen, dass wir so viele Boote bekommen, oder? Hä? Lavasee? Ja, aber... Naja. Mit normalen Booten kannst du eh nicht durch Lava durchfahren. Eben. Nee. Scheiße, Masterplan geht nicht auf. Gab's nicht irgendwann die Möglichkeit, das mit Minecarts zu machen? Es war geplant, aber es geht nicht. Schade. Könnt ihr nicht einfach so einen Feuerresistenz dran trinken und schwimmen? Ja, den hab ich mit schon. Dabei. Praktisch wisst ihr aber halt, spätestens ab exakt der Hälfte wissen, dass ihr irgendwo ankommt oder wieder zurückschwimmen. Weil ihr ansonsten verreckt. Verrecken ist nämlich ungesund. Nee. Doch. Doch. Wurde letztens festgestellt. Echt? Ja. Wissenschaftler haben bewiesen, dass Sachen viel glaubhafter sind, wenn dahinter steht, dass Wissenschaftler es bewiesen haben. Und das ist sogar die Wahrheit, das haben die wirklich bewiesen. Ja. Wirklich? Ja, Soziologen. Eben. Also wie das Wort Loge auch jedem viel mehr Respekt verleiht. Ja, Logo was, ist doch... Was bist du? Ja, ich bin Putzologe. Stimmt irgendwie. Reinigungskraftologe. Reinigungsfachkraftologe. Ja. Ja, wenn schon, dann richtig. Wo soll ich denn die ganzen Nether-Ores hin? Ach, ich tue sie mal damit rein. Ja, den Schwefel, den kannst du mal durch den Pulverizer jagen. Den brauche ich gleich. Ne, ich hab's da in die Laser-Mining-Ore-Chest rein. Okay, das geht natürlich auch. Ich höre sterben. Also wenn man sagt, ich studiere Arbeitslosologie oder wie? Mhm. Natürlich. Praktiziere Arbeitslosologie. Oh, wow. Arbeitslosologie. Hört sich irgendwie geil an. Sozialhilfologie. Immer dieses YOLO. Mhm. Youth obeying Lucifer's orders. Nee, das ist das erste von denen, die mal nicht dämlich klingen. Da gibt's noch mehr von? Ach, da gibt es so viele von. Hm. Die klingen eigentlich alle scheiße. Weil die alle dämlich sind. Weißt du, was das Coolste ist? Was denn? Warte. Das ist das Coolste, du musst warten. Schau mal her. Ja. Das passt irgendwie so überhaupt nicht zu deiner Frisur, aber ja, doch. Was hat er gemacht? Er hat sich ein Blazecap-Röhre gestülpt. Ich finde das ja cool. Mhm. Es gibt Blazeköpfe? Mhm. Ja. I didn't know that. Was ich cool finde, ist, dass die ganzen Aspekte dann, sobald die in der Mitte researched werden, da zur Seite wegfliegen. So, der Lava-Kristall, Flux, Electrum und so weiter. Echt cool aussieht, wenn man sowas Hohes sich anschaut. Ach, Auspuffer war sehr cool, hat man es auch rausbekommen. Egal. Was? Mir einfällt, wir brauchen dringend mehr Kohle. Wir haben nur 64 Stacks davon. Oh. 64, oh. Oh. Ja. Wir sollten mal das Barrel upgraden. Da war ich eigentlich gerade drüber, aber die Kohle habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die Ingots gemacht. Jetzt haben wir noch, wovon wir ganz viel haben.
Ja, Bone Meal wird was knapp demnächst. Ember haben wir auch komplett voll. Komplett leer, meinst du? Natürlich. Ember ist komplett voll. Gleich nicht mehr. Und Quicksilver Drops. Wo ist unser ganzes TNT? In einer Kiste. Also in welcher Kiste? In einer noch im Haus. Doch. Gut, habe ich. Jetzt gehe ich ein bisschen Quarz springen. Gucken, ob es klappt. Ach übrigens, ich hab da was für dich zum drauf gucken. Ich hab da mal was vorbereitet. Zeig her. Hier hab ich schon. Gold hast du schon, okay. Lag schon mal in der Kiste dran. Okay, und Spinnenauge. Ah, fermentet noch nicht, nein. Danke. Und Netherwood. Nee. Ich muss einfach mitnehmen. Der will ich ja nicht. Ja, gib. Krieg's wieder. Ist Netherwood schon, oder? Nee, das habe ich jetzt gerade researched, passt. Okay. Was haben wir noch? Eine Blaze Rod, wenn du die noch nicht hast. Nice, danke. Gib noch mal ein bisschen Magie. Enderperl hast du, glaube ich, schon. Bilder sowieso. Habe ich schon, ja. Inverstiefel, wobei ich nicht weiß, ob da was drauf geht. Inverstiefel habe ich schon. Das schon, okay. Und Nether Bricks. Das war es, glaube ich, so ziemlich. Vielen Dank. Was habe ich denn gerade so da? 131 Maschine habe ich jetzt hier gelagert. 116 Greed. 338 Eisen habe ich hier gelagert. In Aspekten. Ja, ja. 88 davon? Okay, wovon habe ich noch viel? Weißt du eigentlich inzwischen, ich habe 155 Glas. Warte. Weißt du eigentlich inzwischen, was die ganzen Essential Bottles sind? Steht da drauf. Ja, wenn du den Aspekt kennst. Deswegen meine ich ja. Ja, ich habe alle Aspekte freigeschaltet. Okay, gut. Farmename kann und add random stuff freischalten. Weil es geht. Das und das. Das. Das und das und das und das und das. Das und das. Das und das. Und das nicht. Stimmt, weil mir fehlt schon wieder Petitio. Oh, krass. Und Aura fehlt mir, weil ich Aura hier nirgendwo gefunden habe. Das kann ich mir machen, das kann ich mir machen. Ja. Dafür fehlt mir Aura. Ich habe die Notes, kannst du mal aufsetzen. Da kriegst du auch ein bisschen was raus wieder. Klar. Aber die will ich dann gleich richtig aufsetzen. Zumindest ein paar davon. Ja, ich meine, setzt dir ein paar in den Kreis und machst sie wieder kaputt. Ich meine, du hast doch irgendwie 48 oder davon. Na schon. Ich brauche ein bisschen mehr Tool. Tool macht man wie? Tool. Mit Mensch und Ordo. Mensch. Habe ich noch 14 Stück von Mensch, meine Güte. Ich habe einfach zu wenig Menschen. Und Ordo habe ich nur 6 Stück. Habe ich gar nichts umgekriegt. Hammer. Wie viele Enderperlen haben wir eigentlich gerade, die nicht in der Kiste, in der Perle dran sind? So 30 viel? Etwa? 30 etwa, okay. Yay! Plastik-TNT. Und es funktioniert! Ich kann's nicht fassen. Schön. Ja! Glory! Ether und... Gut, Resin brauche ich einmal, zweimal. 6-mal insgesamt. Seit wann wird... Ach, bei den Aspekten mit mir wird das der... Oh, wie geil. Zinn und Platin. Hm? Was denn? Seit neuestem wird dir in den Aspekten selber angezeigt, was man wofür braucht. Wenn man die Aspekte schon drin liegen hat. Okay. Finde ich voll nett und so. Für Feder brauche ich Bewegung und das da, okay. Bewegung brauche ich Wasser und das da, ja, okay. Hui! Das war ein wenig sehr viel Quarz. Ah. Lass jetzt gut. Alles verbrennen. Ach, Mann.
Hättest du Magneten mitgenommen? Stimmt. Ihr seid so Helden, ne? Alles seine Schuld. Ja, dann schieb mal rüber. Mal eben schnell. Oder wo liegt denn der Magnet? In den Kisten rechts im Haus, wenn du von vorne reinkommst. Okay, mal schauen. Und war schon wieder ein Eimer, kann doch nicht wahr sein. Mach ich mir jetzt halt selber ein, bäh. Das sieht komisch aus, wenn sie arbeitet. Rechts. Entweder, ja, müssten da in der oberen sein. Bin ich blind? Ja. Ah, da ist er. Jo. Vier. Will das hin? Wollte die Plattform hier mal so ein bisschen aus, dann kann ich wenigstens schon mal die ersten Notes so ein bisschen so platzieren, wie sie mir gefallen. Okay. What the fuck, wird da viel angezogen? Ja, ne? Ist halt ein Level 8 Magnet. Ist irgendwie 50 Blöcken Entfernung, wird irgendeine Scheiße angezogen. Mhm. Was ist das? Darkwood Leaves. Sieht auch hübsch aus. Oh. Wenn übrigens irgendjemand Enderium oder Flux Electrum braucht, haben wir jetzt genug da. Was heißt genug? Eine ganze Menge. Im Endeffekt 16 Enderium und 32 Flux Electrum Ingots. Das hört sich nicht schlecht an. Das heißt, wir könnten theoretisch langsam anfangen darüber nachzudenken, einen Tesseract zu bauen. Aber eben nur langsam. Was bringt uns dieser Tesseract dann für Drahtlosenergie. Drahtlos. Ist das wirklich so schwierig, also so unser Problem der Zeit? Ja, wenn wir eine Quarry im Nether bauen wollen, dann schon. Ach, wir wollen eine Quarry im Nether bauen. Okay. Wollen wir das nicht? Keine Ahnung. Ich sehe da halt nicht wirklich den Sinn drin, bloß für das Quarzzeug. Ja. Kann man ja Netherdynamo auch nehmen. Netherdynamo, was? Ja, du weißt schon. Nein. Magmatic Engine da. Gut, aber wie willst du die Items zurückbekommen? Das kannst du auch mit Tesseract machen, das wäre so viel einfacher alles. Das stimmt wohl. Also wie viel Quarz brauchst du nochmal? So viel wie möglich, mindestens nach dem Stack. Okay, ja. Ich habe jetzt 20 oder so. Okay. Schon mal ein Anfang. Ja. Aber es geht sehr, sehr gut mit der Methode. Plastik, TNT und Magnet. Mhm. Ja, beruhig dich, Enderman. Never. So, oder nein! Was? Viele Mobs.
ganz viele Mobs. Im Nether oder schon hier oben? Nether. Hm. Ganz viele kleine Fischis. Okay. Ja, Gott sei Dank kann man ja warten. So, das Activation-Teil, der Lava Crystal. Weak Blood Orb, weil es ja nicht mit den Größeren geht. Erstmal 8 Aura Nodes platzieren. Okay. Wie gesagt, wenn es nur ums Analysieren geht, da kannst du auch die nochmal zerschlagen, da kriegst du ja die Ethereal Essence raus, wie das Ding heißt. Ich mach ich so ungern. Wenn es schlechte sind, zum Beispiel wenn es eben Pale sind oder diese Vakuum-Dinger. Ja, dann klar. Tainted sowieso. Okay, Glas, 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 Glas. Ich hab eine Pure Node. Das ist gut, die lass da mal stehen. Was? Nee, kannst du auch kaputt machen. Nee, mach ich aber nicht. Na gut, dann wird sich unser Biom halt langsam stetig ändern. Doch, kein Problem. Ich glaube, hier hinten in meiner Ecke ist eh schon fast Magiewald. Überhaupt ist hier überall eh schon Magiewald immer wieder, also. Echt? Ja. Schau mal, wenn du Minimap anmachst, mal Biome anzeigen lassen. Das bläuliche. Moment. Wo das Detail ist. Irgendwo da, ja. Ist immer mal wieder Magiewald da. Das habe ich ja nachgeschaut, als ich mal nach Reis schauen wollte. Okay, hier ist viel Flusskram und der Magiewald ist halt wahrscheinlich dieses hell, was weiß ich, was Zahnpastafarben, ne? Ja, so eine Art. Das, was man für Eis halten könnte. Okay, das ist recht viel, ja. Und vor allem ist da unten irgendwie so ein Ozean oder sowas, so ein riesiges blaues Feld. So. Nehme ich Clearglass, wenn es denn funktioniert.